Ja, hallo liebe Heimkino-Freunde. Herzlich willkommen wieder bei unserem Grubi YouTube-Kanal. Wir sind hier auf der IFA in Berlin 2010, die 50. IFA. Und wo sind wir als erstes? Wir sind als erstes bei Toshiba auf dem Stand, denn hier gibt es nun wirklich ein echtes Highlight zu sehen. Und das ist im Hintergrund bekannt als Zelt-TV, aber da erzählt uns der Marcel Gonska von Toshiba einiges mehr. Hallo, hallo. Marcel, grüß dich. Hi Patrick. Hallo. Erklär mal kurz mal, was du bei Toshiba machst. Gut, ich bin technischer Berater bei Toshiba, das heißt als externer Consultant helfe ich bei der Optimierung der Bildqualität für Flachbildschirme generell. Ja. Das heißt also unabhängig von Händlertraining, Schulungen und Education für die Öffentlichkeit arbeite ich direkt mit den Ingenieuren zusammen, um halt die Bildqualität auch auf Videostandardniveau zu bringen. Okay, jetzt habt ihr hier ein ziemlich perfektes Heimkino aufgebaut für euren neuen Fernseher. Was hat es denn mit diesem Fernseher auf sich? Das Besondere ist, dass wir halt im High-End-Bereich immer noch das Thema Direct-LED ganz klar pushen. Das bedeutet, dass wir zwar im Bereich der normalen Line-Ups mit Edge-LED arbeiten, aber dadurch, dass Edge-LED halt nur global dimmbar ist und wir nicht die Möglichkeit haben, den Intrafeld-Kontrast hinzubekommen, den man eigentlich gerne hätte, ist also Direct-LED die einzige Lösung, das zu tun. Das bedeutet jetzt, ihr habt die LEDs wie angeordnet hier bei so einem Fernseher? Das bedeutet, ich flippe direkt mal zum entsprechenden Slide. Das bedeutet, dass wir über das gesamte Feld hinweg LEDs im Einsatz haben. Das ist der Teil über die Videostandards, den wir immer schön in Leuten erklären. Könnt ihr euch ja nachher in Zeitlupe anschauen. Genau, ihr könnt es langsam mal abspielen. Das heißt, ihr habt die gesamte Fläche hier mit LEDs bestückt? Exakt, wir haben die komplette Fläche mit LEDs bestückt. Und okay. Das Ziel dabei ist, dass wir die LEDs unabhängig voneinander dimmen können. Das Besondere an dem Panel ist einfach, dass wir in diesem Fall mit 512 Clustern anfangen. Das bedeutet, wir haben 512 Bereiche, die wir unabhängig voneinander dimmen können. Bisher war es so, dass ein normales Edge Direct LED Gerät so um die 96 Cluster hat. Es gibt mittlerweile 240 Cluster. Insgesamt das höchste, was momentan geht, sind 512. Das ist eine komplett patentierte Toshiba-Technologie, die nicht von einem Zweitanbieter kommt, sondern direkt von Toshiba selbst entwickelt wurde. Was für eine Größe haben wir jetzt hier? Das ist ein 55 Zoll und das Gerät wird als 55 ZL1 im ersten Quartal 2011 auf den Markt kommen und voraussichtlich erstmal in 55 Zoll. Zelt-TV kam ja von dem Namen, ja, von den Zellprozessoren. Was hat es damit auf sich eigentlich? Der Zellprozessor an sich ist eigentlich ein 8-Core-Prozessor, ein richtiger, eine CPU, die unglaublich viel Rechenleistung hat, mit der man unglaublich viel parallel an verschiedenen Programmen fahren kann. Bisher ist es so, dass die zweite Generation Zelt-TV für Japan auf den Markt gekommen ist oder jetzt auch verkauft werden wird. Aber der japanische Anspruch an Unterhaltungselektronik ist so hoch, dass man zum Beispiel gesagt hat, wir nehmen 7 Programme parallel aufzeichnen, Kabel, Satellit, Terrestrik, alles auf einmal, 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Das sind Dinge, die kosten extrem viel Geld, auch von der Programmierung, und sind nur für eine ganz kleine Zielgruppe interessant. Und das Produkt würde deshalb extrem teuer werden. Aus dem Grund hat sich Toshiba entschieden, mit der SIVO Engine, wie das heißt, SIVO steht also für Cell Evolution, für den europäischen Markt das Ganze so abzuspecken, dass es sinnvoll ist, auch von Preis-Leistungs-Verhältnis sinnvoll ist, weil wir zum Beispiel in Deutschland primär DVB-S haben, die Niederländer haben DVB-T, die Franzosen wieder irgendwas anderes. Wir haben eine ganz andere Infrastruktur auch von Broadcasting und Distribution als jetzt in Japan. Weshalb zum Beispiel alleine dieses Riesenfeature von Cell TV damals für uns gar keinen Sinn macht und der Kunde, der es gar nicht braucht, trotzdem das bezahlen muss. Deswegen eine leichte Umstrukturierung. Ja. Okay, das heißt jetzt aber für einen normalen Anwender, der schaltet den Fernseher ein wie jeden anderen Fernseher auch im Wesentlichen und dann hat er welche Möglichkeiten? Er hat dann jetzt aufgrund der Prozessortechnologie, die wir eingebaut haben, von den Ausstattungsmerkmalen beispielsweise, was für Möglichkeiten? Also grundsätzlich würde es so sein, dass er mit dem Monitor so ziemlich alles machen kann, was man mit einem modernen Monitor machen kann. Geplant wird USB-Recording sein, all die ganzen Geschichten. Das heißt nicht unbedingt eine Festplatte drin, sondern extern angeschlossen, weil auch Umfragen ergeben haben, dass Cell-TV an sich kam in der externen Box. Der deutsche Kunde ist aber, mag nicht unbedingt gerne eine externe Box. Heimkino-Fans, das ist was anderes, aber gehen wir mal vom normalen Level aus. Die Leute wollen einfach einen Display haben, das soll irgendwo stehen oder hängen und das war's. Und deswegen wird es so sein, dass also alles im Monitor integriert sein wird und diese ganzen Geschichten extern, wie zum Beispiel USB-Recording, wird dann einfach über eine externe Lösung realisiert werden. Wie viele Tuner wird es beispielsweise geben in dem Gerät? Ich vermute ein Multituner mindestens 2 DVB-S, dass man also ein Programm gucken, wenn man eins aufnehmen kann. Ja. Dann natürlich DVB-C und DVB-T, also damit das alles an Bord ist. WLAN an Bord, all die ganzen Geschichten, dass man also auch direkt mit dem Monitor ins Internet gehen kann. Kann man aber auch mit dem neuen Lineup mittlerweile jetzt auch schon. Das heißt, diese neuen Geräte mit dem Jakob Jensen
ganzen Design. Auch die haben schon alle Optionen mit WLAN, YouTube-Channel und die ganzen Geschichten, also auch schon alles da. Streaming von Internetinhalten bzw. von, ich sag mal, Dateninhalten, die ich vielleicht irgendwo im Haus auf meinem Rechner habe, könnte ich auch. Also nehmen wir mal, ich möchte die Urlaubsfotos sehen, die beim Arbeitszimmer 2 Etagen höher sind, kann ich gemütlich vom Wohnzimmer aus abrufen. Absolut, also alles über DLNA als Standard auch verifiziert, kann alles gemacht werden. Windows 7 Certified sind die Geräte auch alle, dass also da eine große Kompatibilität geschaffen wird. Also ist alles schon mittlerweile möglich. Jetzt habt ihr als Touchtuber ja auch einiges zum Thema 3D. Habt ihr euren eigenen Standpunkt zu dem Thema? Wie sieht es aus? 3D hier in dem Gerät schon integriert? Ja, schon integriert und das Besondere ist, wir haben hier eigentlich gar kein Crosstalk. Wir haben Leute gehabt von 3Reality. Erklär mal kurz Crosstalk. Crosstalk bedeutet, dass immer noch linke Bildinformation kurz auf dem Monitor zu sehen ist, wenn eigentlich das rechte Auge nur schon rechte Information sehen darf. Und auf die Art und Weise nimmt das Gehirn tatsächlich noch Information wahr, dass es gar nicht sehen darf. Und das ist das, was dann plötzlich so leichte Geisterbilder, Doppelkonturen gibt. Kennen wir Doppelkonturen, genau. Ja. Das heißt, es ist also auch dann, ja, es sind Doppelkonturen eben, es irritiert sehr stark, der 3D-Effekt wird reduziert. Und ihr habt das insoweit in den Griff bekommen, dass dieser Crosstalk eigentlich nicht mehr sichtbar ist. Genau, also hier wird, das ist eine Kombination, wichtig ist, dass Schwarzphasen geschaltet werden, bevor das nächste Bild dargestellt wird. Und durch das schnelle Scanning ist das möglich. Und auf die Art und Weise haben wir eine sehr, sehr, sehr saubere Darstellungsweise von 3D. Okay. Was fällt uns sonst noch zu dem Gerät ein? Haben wir irgendwas vergessen? Nein, prinzipiell ist es so, dass wir jetzt mit dem Hollywood-Projekt, was wir vor 1,5 Jahren gestartet haben, bei den ganzen Geräten mittlerweile 2 Modi haben. Das ist der Hollywood-Mode. Den gibt es einmal als Tagmodus, einmal als Nachtmodus. Voreingestellt, vorkalibriert. Mit korrekter Gamma-Korrektur, D65, allen Dingen, die wichtig sind für ein ordentliches Bild. Zusätzlich gibt es Experteneinstellungen. Wir haben jetzt interne Testbilder eingeführt, ein Universaltestbild, womit der Kunde seinen Monitor einstellen kann, wenn er keine Dis haben sollte. Ja. Wir haben eine 10-Punkt-Graustufen-Korrektur mit internen Testbildern, dass man die Graustufen linearisieren kann. Das ist auch für Kalibrierer ein sehr wichtiger Punkt, um wirklich das Maximum rauszuholen. Unsere Philosophie ist, wir machen nicht einfach 3D, sondern wir kümmern uns um den High-Definition-Standard und dazu kommt dann 3D. Weil alles, was in 3D produziert wird, trotzdem auf dem HD-Standard basiert. Und unser Ziel ist, dass der Kunde das dann auch so sehen kann. Also verstehe ich richtig, ihr kooperiert mit den Hollywood-Studios in der Zusammenarbeit bei der Entwicklung von diesen technischen Produkten, um auch zu schauen, dass der Film so aussieht zu Hause, wie er eigentlich von den Regisseuren eigentlich erstellt und geplant wurde. Genau, das ist eigentlich das Ziel, beziehungsweise wir wissen, wie die Monitore in der Post-Production arbeiten, wir wissen, was für Charakteristika die haben und die Philosophie ist ganz einfach, der Monitor daheim muss in dem Look entsprechen, auf dem das Programm erschaffen wurde. Erst dann schließt sich der Kreis und dann stimmt die Qualität. Markteinführung dieses Fernsehers wird dann wann sein hier in Deutschland? Erstes Quartal 2011, spätestens April 2011. Gibt es eine Preisvorstellung jetzt schon ungefähr? Ja, also es soll unter 6.000 Euro sein. Und das Ganze dann für einen 55 Zoller? Exakt. Und damit ja schon ziemlich in Vollausstattung natürlich. 3D, alles dabei? Alles dabei, alles was das Herz begehrt. Okay. Wenn noch was ist, haben wir noch irgendwas? Nee, eigentlich das nicht. Das war's erstmal. Super, dann sage ich vielen Dank und Marcel, viel Erfolg noch hier. Hat mich gefreut. Ciao. Und noch etwas haben wir bei Touchtuber entdeckt, und zwar ein LED-Projektor. Alle Welt redet ja von LED-Projektoren, nur irgendwie kommen die Dinger nicht auf den Markt. Die Gründe dafür sind vielfältig, da könnte man einen ganzen eigenen Bericht drüber machen. Aber hier haben wir beispielsweise wieder einen kleinen LED-Projektor, so das ist ein kleines Gadget, sagen wir mal. Kleines, kompaktes Gerät, einmal M100, M200, sogar echte VGA-Auflösung, um die 14 ANSI-Lumen, mehr oder weniger. Und einmal mit sogar integrierten Speicherkarte oder externer Speicherkarte. Das heißt, man kann dort anschließen sein iPhone, iPod, man kann entsprechend einen DVD-Player anschließen oder, was wir jetzt hier neuerdings auch haben, da werden wir gleich in den nächsten Tagen einiges zu erzählen, diese kleine winzige Kamera, Videokamera, die dann über ein USB-Kabel direkt angeschlossen werden kann. Nettes kleines Spielzeug für unterwegs, sicherlich ganz spannend, für eine echte Präsentation leider immer noch nicht lichtstark genug.